Seitengänge können wir nicht nur unter dem Sattel erarbeiten, sondern sie dienen auch der Gymnastizierung, wenn wir sie an der Hand ausführen. Und gerade für die jungen Pferde kann das helfen, wenn sie es ohne Reitergewicht erstmal machen dürfen. Und für ältere Pferde, wie hier den Lusitano Olle, der ist 24 Jahre alt, da ist es auch eine schöne Arbeit, wenn er die Seitengänge an der Hand ausführen kann und nicht mehr den Reiter unbedingt tragen muss jeden Tag. Ich fange an mit dem Übertreten. Die jungen Pferde bei der Handarbeit wären auf Trense gezäumt. Und der Olle natürlich geht mit Kandare-Unterlegtrense, also arbeite ich ihn auch an der Hand mit seinem gewohnten Zaum. Die erste Übung, die ich mache, ist das Übertreten. Dabei lasse ich das Pferd seitlich um mich herumgehen. Ich stelle mir vor, ich bin so eine Art Pilar, um den sich das Pferd bewegt. Der Außenzügel, wie man sieht, den habe ich genau wie unterm Sattel in Kontakt. Der regelt, dass das Pferd sich nicht zu sehr nach innen biegt und über die äußere Schulter läuft. Während ich den inneren Zügel ganz nah an der Trense habe oder, das ist so ein bisschen eine Eigenart von mir, ich habe den Zeigefinger sehr gerne sogar am Trensenring, weil ich dann das Pferd sehr gut fühle und hier wirklich mit einer, wie unterm Sattel, mit einer Bewegung von meinem Finger das Pferd stellen kann und er antwortet darauf gleich mit Nachgeben des Unterkiefers und Kauen, was sehr angenehm ist. Insgesamt habe ich nicht mehr in der Hand als das Gewicht vom Leder und kann hier schön still stehen, während der Olle seitlich um mich herum geht. Wenn er hinten nicht aktiv wäre, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mit meiner Gerte hier einwirken am Hinterbein direkt und ihn ein bisschen aktivieren. Oder wenn wir ein Pferd haben, geh weiter, das ein bisschen stumpf ist am Schenkel und ich möchte sensibel machen, kann ich auch hier antippen, wo normalerweise der Schenkel einwirken würde. Also der Olle reagiert auf beides sehr gut, aber wie gesagt, das ist variabel. Dann halte ich mit dem äußeren Zügel und der Stimme an. Oh, brav, gut. Das ist auch schön, wenn das Pferd geschlossen steht. Wenn er möchte, darf er sich auch strecken. Das ist der Vorteil, wenn man die Handarbeit ohne Ausbinder und Hilfszügel macht. Wenn man sieht, das Pferd hat das Bedürfnis, sich mal lang zu machen, dann brauche ich nur loslassen und er kann sich strecken. Brav. Hm? Ja. So, dann wechsle ich auf die andere Seite und schaue, wie hier die Beweglichkeit ist, ob das Pferd hier auch geschmeidig von der Gerte weggeht. Olle. Brav. Zungenschlag und Gertenhilfe sind hier die beiden Sachen, die das Pferd in Gang setzen. Die beiden Hilfen, langsam. Jetzt muss ich schauen, dass er nicht zu hastig das macht, weil dann bleiben oft die Gelenke steif und das Pferd hat keine Zeit, die großen Gelenke der Hinterbeine ein bisschen zu beugen, wenn er das zu schnell ausführt. Deswegen immer darauf achten, dass es langsam ist, aktiv, aber nicht zu hastig. Und ich fühle sehr gut bei dieser Handarbeit, wo mein Pferd die natürliche Schiefe hat, das heißt, wo es steif und wo es hohl ist. Hier auf der rechten Hand neigt der Olle zum Beispiel dazu, ein bisschen nach außen über die Schulter wegzulaufen, weil er links mehr auf der Schulter drauf ist und mehr steif ist. Und rechts macht er sich von Natur aus mehr hohl. Deswegen versuche ich, dass er sich hier nicht zu viel biegt, sondern etwas gerader ist, aber ich muss natürlich schon ein bisschen stellen. Wenn ich ein Pferd habe, was neigt zu sehr nach vorne zu drängen, dann versuche ich ein bisschen mehr vor dem Kopf zu stehen, um das Pferd zu veranlassen, mehr Gewicht wieder auf die Hinterhand zu bringen, mehr im Gleichgewicht zu bleiben und nicht nach vorne zu drängen. Wenn ich ein Pferd habe, was rückwärts drängt und sich nach hinten entziehen will, muss ich manchmal einen Schritt zurückgehen, dass das Pferd wieder vorwärts auf mich zukommt. Also das sind so verschiedene Varianten. Da muss ich flexibel sein und mich verhalten, je nachdem, was das Pferd gerade benötigt. Aber generell ist es gut, wenn ich ein Pilar bin, den das Pferd umkreist. Oh, brav ist er. Gut, und dann lassen wir den wieder, wenn er möchte, sich strecken. Brav, Olle. Jawohl.
Wenn das Pferd gut fortgeschritten ist, kann ich dieses Übertreten dann auch im Trab verlangen. Je nach Alter und Ausbildungsstand mache ich die Volte dann etwas größer oder ich versuche es auf der ganz engen. Beim Olle ist es so, er könnte es auf der engen, aber weil er schon 24 ist, mache ich es dann wieder etwas größer, dann ist es für ihn angenehmer. Wir traben mal an. Komm. Das heißt, ich gehe so ein bisschen mit ihm mit. Ja, jetzt muss er hier auch deutlich seitlich gehen, aber ich mache eben den Kreis etwas größer und Schritt. Oh. Und er hat jetzt zwar seinen gewohnten Zaum, Kandare-Unterlegtrense, aber ich führe jetzt momentan nur auf der Trense, weil es gar nicht notwendig ist, jetzt im Moment den Kandarenzügel mitzunehmen. Noch einmal Trab, Zungenschlag, Gerte. Komm. Oh, brav. Ja, brav. Und halten. Brav ist fein. Brav. Dann immer wieder die Frage, ob er sich vielleicht strecken möchte. Muss er aber eigentlich nicht. Das war jetzt für ihn noch keine große Arbeit. Für viele Pferde ist das aber schon eine extreme Anstrengung. Oh, brav. Oh. Nachdem diese Seite seine hohle Seite ist, mache ich es da immer etwas kürzer, die Übung, und mache es auf der steifen, auf der linken länger und meistens auch einmal öfter. Brav. So kann man auch Rücksicht nehmen auf die natürliche Schiefe und die mit der Zeit auch verbessern und das Pferd gerader kriegen. Brav. So, okay. Nach der Ecke führen wir die Vorhand nach innen. Gut. Und gehen im Schulter herein entlang. An der Hand habe ich den großen Vorteil, dass ich natürlich jeden Schritt beobachten kann. Manchmal fühlen sich ja Sachen unterm Sattel ganz anders an, als sie aussehen. Hier kann das Pferd mich natürlich nicht täuschen. Und halten. Und wieder gehen. Und halten. Immer den Außenzügel gut in Kontakt. Und gehen. Jawohl. Und hier soll er genauso fein auf Zungenschlag, eventuell Gertenhilfe reagieren wie unter dem Sattel. Dass ich auch an der Hand immer eine Minimierung der Hilfen anstrebe. Und halten. Ho. Und gehen. Und zum Gerade richten führe ich die Vorhand wieder auf die Linie und gehe dann durch die Ecke. Brav. Gut. Wir gehen jetzt nochmal ins Schulter herein. Links. Ganz wichtig ist auch bei der Übung, dass ich nicht das Genick nach unten fallen lasse. Das heißt, dass das Pferd nicht sich der Stellung und Biegung entzieht, indem es sich einfach nach unten hängen lässt, sondern er soll schon mit dem Genick als höchsten Punkt in einer guten Haltung, wie ich sie auch unter dem Sattel anstrebe, sich hier an der Hand bewegen. Oh, brav. Und angehen. Gut. Und nochmal halten. Brav. Ich kann halten nur mit der Stimme oder ich kann auch die Gerte auf die Kruppe legen. Das kann auch das Pferd beruhigen, wenn ich das von Anfang an so praktiziere. Gerte ablegen heißt Stopp. Man macht das gerne, die hier so schräg anlegen, weil das Pferd dann eben auch den Rücken aufwölbt und meistens gleich geschlossen steht. Gut.
Und jetzt führe ich die Vorhand, die Schultern wieder auf den Hufschlag und gehe durch die Ecke. Und brav ist. So, jetzt versuchen wir an der Hand im Travers zu gehen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie ich das erarbeiten kann. Mit einem Pferd, was so klein und handlich ist, kann ich gut die Gerte über den Rücken natürlich führen und kann vor dem Pferd hergehen. Sehe auch so sehr schön die Biegung, muss mich zwingen, innen immer wieder loszulassen und kann das Pferd so sehr schön seitwärts im Travers hier entlang bewegen. Setzt aber auch voraus, dass das Pferd vertraut und wirklich auf mich zugehen kann. Viele Pferde trauen sich das gar nicht. Da muss ich dann eine andere Variante nehmen, die mir auch lieber ist. Es geht jetzt nur mit dem Pferd hier natürlich sehr gut, weil er einfach sehr handlich ist von der Größe. Und wieder gerade. Gut, brav ist. So weiter. So, das Travers kann ich auch erarbeiten, indem ich außen gehe. Ist für mich die bessere, logischere Variante, weil das Pferd natürlich dann von mir weg und nicht auf mich zukommt. Das hat mir eigentlich nicht so gerne, wenn das Pferd auf einen zukommt. Aber auch hier der Außenzügel vorherrschend. Den inneren muss ich immer wieder locker lassen. Gut, im Renvers muss ich die Vorhand viel deutlicher reinführen als im Schulter herein. Und das Pferd ist in die Bewegungsrichtung gebogen und gestellt. Das ist eine Übung, die das Pferd sehr stark schon schließt. Ist auch schon einen gewissen Versammlungsgrad verlangt. Und daher auch wieder eine sehr gute Vorübung für Piaffe Passage später. Der rechte Zügel führt, den linken muss ich immer wieder nachgeben, um sicher zu sein, dass das Pferd mir nicht auf den inneren Zügel draufläuft. Brav. So, für die Traversale habe ich auch hier wieder zwei Möglichkeiten, wie beim Travers auch. Das Pferd ist klein und handlich. Ich lege die Gerte außen an und das Pferd bewegt sich vorwärts, seitwärts auf mich zu. Ist in die Bewegungsrichtung gebogen und gestellt. Ja. Brav ist. Ja, brav. So, bei der Traversale kann ich innen und außen gehen. Außen finde ich immer die bessere Variante, weil das Pferd vom Ausbilder und von der Gerte wegtritt. Gut. Und kann dann zum Beispiel im Renvers gleich weitergehen an der Bande. Und wieder gerade. Brav. Brav. Beim Schenkelweichen versuche ich das Pferd entgegen der Bewegungsrichtung zu stellen und es im Körper möglichst gerade zu lassen. Und bewegen uns dann nicht nur an der Bande entlang, sondern eben auch über die Diagonale, vorwärts, seitwärts, mit dem Pferd, was fast gerade ist. Ja, brav.
Ah, wie ist das? Eine.